ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Robocop Rogue City. Wir haben Daniel gefunden, den Sohn von Briggs. Briggs ist immer noch verschwunden. Aber ja. Irgendwann werden wir Briggs schon finden. Und ich fand es übrigens auch ein bisschen gemein, dass Pickles jetzt dem kleinen Jungen die Uhr von seinem Vater gegeben hat und dass die Mutter jetzt wahrscheinlich denkt, der Kleine hatte die Uhr geklaut. So. Wir haben jetzt nur noch diese gestohlene Fahrzeugeaufgabe. Ich weiß halt nicht, ob wir die schon abschließen können. Wie ich schon so oft gesagt habe, weil ich die Fähigkeiten noch nicht habe. Jetzt noch einmal gucken. Und ansonsten machen wir dann Mainquest. Ich glaube, das ist ganz gut. Hier, mit dem können wir nicht reden. Beziehungsweise, er redet nicht mit uns. Weiß nicht, ist... Ja doch, hier rum ist, glaube ich, ganz gut. Er hat es wieder getan. Ben, ich habe morgen frei, aber das kann nicht warten. Ich glaube, Scott hat wieder zugeschlagen. Du wirst dem Jungen helfen, so wie du mir und den anderen geholfen hast. Das verstehe ich ja, aber ich bin immer noch auf Bewährung. Ich darf nicht in irgendwelche illegalen Geschichten verwickelt sein. Und das ist Scott völlig Schnuppe. Ich habe gesehen, wie er etwas in seinem Spind versteckt hat. Er hat sich 100-mal umgeschaut, wie damals, als er die gestohlenen Radios dort versteckt hat. Sieh lieber nach, sonst kriegen wir noch Ärger. Jay. Im Spind. Karton irrelevant. Ja, also wir können den Fall lösen, obwohl wir unten die zwei Sachen nicht scannen können. Ich denke, die würden uns halt helfen, weil wir dann weitere Dialogoptionen kriegen würden. Aber wir können auch so weitermachen. Mich würde es halt interessieren, was sich hier verbirgt für einen Hinweis. Aber... Dann halt nicht. See, I've told you, you'll find Jack all, because there ain't nothing to be found. This place is legit. I need access to one of your lockers. I can't allow that. It's my worker's private possessions. You said your shop has nothing to hide. The locker you have in mind belongs to a boy named Scott. He works for me on and off. I have to admit, I had a tiny feeling he might have something to do with your case. I will open his locker for you. But I won't be held accountable for what's inside. That's his locker. Go on, have a look. Eine Vielzahl von Werkzeugen für Autodiebstahl. Is he your man? For the time being, where is the suspect? You see, he hasn't turned up for work for some time. This morning, when two thugs swung by looking for him, I knew he must be in trouble. I've overheard him many times talking about a place where he does car jobs on the side. Give me the precise location. I can't tell you exactly where it is. All I know is that it's one of the garages near the local storage compartments. Tell me why you think he is responsible. He's young, bright, and would like to rule the world. I get it. But nearly every month he gets himself in trouble. It is not enough to make assumptions. I'm not a cop, but I've seen many things in my life. And where there's smoke, there's usually fire. Is he a temporary worker? You could say that. We fall out a lot because he brings a lot of hot stuff to the shop, and I'm not okay with it. And you let him come back? It's hard to make an honest living these days. That's why I understand his struggle, and I let him come back.
Working here keeps him out of trouble. And to be frank, it's not easy to find such a good mechanic either. Why did you cover for him? I can't watch a decent kid like him get swallowed by this city. Don't look at me like that. Instead of giving him up, I was encouraging him to come clean. But a man can only try. That is all for now. Hey, make sure no harm comes his way. He might have done some foolish things in the past, but he's a good kid, and he deserves another chance. A court of law will be the judge of that. Okay, wo bist du? Scott. Hier geht's schon mal nicht lang. Schade. Kürz mal wieder hier ab. Ziemlich windig hier in der Stadt. Ständig fliegt hier Papier rum. Gibt's hier wieder Action? So mit Schießen und so? Da ist hier nichts zum Klauen. I messed up good. You must be Scott. What did you do with the blue SUX 6000 that you stole? Hey, well, why would I have anything to do with that? I have found evidence in Ben's shop. You can't possibly help me. I don't want to cause any more trouble, especially for Ben. Admitting to a crime is the best course of action for any young offender. I can't go to juvie. Who's gonna fix this mess? My duty is to serve the public trust. Okay. I admit, it was me who jacked the SUX. But he didn't leave me any choice. Who is he? I can't tell you. If he knew I gave him away, he'd take revenge on Ben. Oh God, it must be those thugs. We're dead. No one is gonna save us. If they are criminals, then they are the ones who need saving. Hello? Anybody home? Where are you, Scotty boy? You can only hide for so long. Oh, shit. It's the metal pick. Blast him. Hat er mich Schwein genannt? Metal Pick? He's just a machine. Gefahrenquellen eliminieren hab ich, oder? Anscheinend nicht. Auf jeden Fall hier einen Zettel verloren. You did it! They didn't think that through. Maybe you can put an end to this after all. I am missing vital information in order to resolve this case. I'll tell you what you want. Just please, help me fix this screw up. Where is the car now? Oh man, I'm sure it's still in their chop shop.
It's a warehouse on the northeast side. The entrance is concealed, but I'm sure you'll find it. I'm no fighter, but if there is any other way, I would like to help. Maybe you need some more intel. Who did you mean by him? It's Rex, from the local gang. I only did petty jobs for him mostly, but this time he made me steal that car. He said he wanted the SUX 6000 we were repairing at Ben's. When I said it was too hot, he slashed me with his knife. Why were you hiding? You saw those thugs. They were looking for me. They realized I tricked them. They wanted the SUX 6000 from Ben's shop, but I didn't want to get him into trouble, so I stole a different one. I doubt anyone would have given a shit, but word on the street is that it belongs to the mayor's niece. Any criminal matters should be reported to the police. I know. I just thought I could figure this out by myself. Ben was right from the start. I shouldn't have gone down this road. That is all for now. Proceeding to the vehicle's estimated location. You are calling for backup, aren't you? Negative. Threat calculation minimal. Kann ich jetzt den Zettel noch lesen? Ja. Nichts für ungut, Jo Kleiner. Der Boss war nicht beeindruckt von dem, was du mit dem SUX gemacht hast, aber er ist ein vernünftiger Typ und lässt dich deine flinken Finger behalten, solange du vor Anbruch der Nacht in der Werkstatt auftauchst. Gut. Hier ist einfach nur die ganze Zeit Nacht. Also vor Anbruch der Nacht. Es wird jetzt schwierig umzusetzen. Wisst ihr, was mich wundert? Ich habe das Spiel ja einmal neu gestartet. Ne? Ich habe jetzt nicht die ersten, weiß nicht, ist das jetzt Folge 8, nicht am Stück jetzt aufgenommen. In den ersten Folgen gab es manchmal noch so ein bisschen Hintergrundmusik. Die gibt es jetzt irgendwie gar nicht mehr. Es ist so leise, das Spiel. Irgendwie komisch. Schuhabdrücke, die zu einer Wand führen, möglicherweise ein versteckter Eingang. Das hier nicht kaputt machen. Mit Taste aktiviert das angeschlossene Gerät. Oh, 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 das ist nicht gut. Die werfen die ganze Zeit Granaten. Nach oben, ne? Einer noch. Hier ist übrigens jetzt wieder Musik. Ja gut. Hier in dem Bereich sind keine Gegner mehr. Jetzt gucken wir uns erstmal um. Ich hätte das Motorrad werfen können. Okay.
Ich wundere mich nicht mehr. Bei diesem Spiel. Wir sind Robocop. Schulungsdisk. Würde ich für einen Dollar kaufen. Fertigkeitspunkt. Warte, was brauche ich immer? Zwei Technik brauche ich meistens. Zwei. Und dieses Deduktion. Ich mache erstmal Technik 2. Gehen wir zum Sport. Anscheinend mit Leertaste. Was? Wofür steht eigentlich C? Fällt mir gerade auf, da unten rechts. Habe ich etwa auch Granaten? Okay. Nächster Angreifer. Das ist eigentlich immer so bunten Holi-Rauch. Was genau ist der? Was haben die in den ganzen Sachen? Versteckt. Einer ist noch hier oben. So. Der Bereich müsste clean sein. Wo genau soll ich jetzt hin? Hoch? Warte mal, da hinten kann ich noch rein. Da ist Heilung. Noch einer drin, deswegen ist das hier noch nicht durch. Da wirfst du die Granate hierher. So, jetzt weiß ich, wo wir hin sollen. Es sind einfach alle Spiegel in diesem Spiel kaputt. Hier wäre wieder ein Save, ne? Aber Technik Level 6. Wer hat denn zu dem Zeitpunkt jetzt schon Technik Level 6? War ich irgendwas falsch? Das geht immer noch nicht. Da fehlt mir noch ein Level Gesundheit.
dass ich gegen diese Tür erst das Motorrad geworfen habe. Aber die Tür ist ja nicht kaputt gegangen. Von daher... Da kann man dort drüben noch rein? Hier ist doch auch noch so ein Raum. Immer das Level fehlt, ist schon ein bisschen ja. Anstrengend. Okay, aber sonst ist hier, glaube ich, nichts weiter. Also entweder ich habe was übersehen. Oder hier ist wirklich nicht viel mehr. Gut, dann gehen wir wieder. Auto gefunden. I can't believe you've actually done it! Do you think I could take that car back to the owner and say I'm sorry? Maybe she won't press charges. This car is now in police custody. Oh, please, I could really use a helping hand right now. Otherwise, I'm back in juvie. Oh. Nein, die Aussage macht keinen Sinn. Sie können das Auto selbst zurückholen. Wenn, dann muss er das Auto zurückbringen und nicht holen. Ich meine, ja, er hat halt auch Mist gebaut, aber er wurde unter Druck gesetzt, er wurde erpresst. Er hat eigentlich schon eine Lektion verdient, aber ich meine, mal Ben, also aus der Werkstatt der hat halt gesagt, ne, der ist ein guter Junge und so. Und ich mache jetzt das Falsche, weil ich jetzt nicht nach Gesetz handle. Aber, ja. Proceeding to secure the perimeter. Keys are in the ignition. Thank you so much. I promise I won't mess this up. Gut, ich meine, ich habe dem Vertrauen der Gesellschaft Genüge getan. Wir sind jetzt wieder quitt. Dafür, dass ich den einen erst... hatte ich den eigentlich... Hatte ich den angezeigt? Ja, der ist ja dann abgehauen, der Graffiti-Sprüher. Mehr ist ihm ja nicht passiert erst. So, jetzt haben wir, glaube ich, nur noch Main Quest. Ja. Ach, das bei C ist die Schockwelle. Noch nie eingesetzt. Denk nicht daran, dass ich irgendwelche Spezialfähigkeiten habe. Mit der Zeitlupe weiß, brauche ich eigentlich nicht. Vergrößerte Karte, das wäre natürlich richtig cool. Aber ich glaube, wenn wir zu einem späteren Zeitpunkt hierher zurückkommen, wir haben dann Deduktionsstufe 6, dann können wir vielleicht noch die ganzen Tresore knacken. Senkt die Ergebnisschwellen für die Hauptfiguren? Okay, I don't know. So, wir haben jetzt hier den Stadtteil aber mal richtig aufgeräumt. Waren wir hier schon? Ja, das ist das Gerichtsgebäude. Hier ist der Park. Hier waren wir auch schon. Hier war die Telefonzelle. Ja, okay. Dann können wir jetzt zum Main Quest. Ben, bist du da? Ich habe Neuigkeiten. Ich glaube, Ben hat sie schon gehört.
zum alten Schlachthaus fahren. Ist das nicht hier auf der... Nee, ich soll zum Polizeiauto. Das ist nicht auf der Map. Das ist ein Zettel. Unabhängige Nachrichten Nummer 14 in dieser Ausgabe. Außerirdisches Marketing. Ein weiterer Werbespot mit unterschwelligen Botschaften wird hinter dem Gerichtsgebäude gefilmt. Sie werden uns nicht noch einmal reinlegen. Trend zur Vermüllung von Flüssen. Das ist ja witzig. Das, was ich hier aufgedeckt habe, steht jetzt hier drin. Trend zur Vermüllung von Flüssen. Oder ist das nur ein Vorwand, um die Seeungeheuer zu füttern, die unter der Oberfläche lauern? Zeichen. Interstellare spücken die Gebäude rund um den Waschsalon mit ihrem Namen. Auf diese Weise werden sie sich die gesamte Stadt unter den Nagel reißen, wenn wir sie nicht aufhalten. Das ist witzig. Eine weiße Katze. Was ist mit ihren Pfoten? Sieht ein bisschen aus wie von einem Affen. Trotzdem süß. This is where Sook is supposedly hiding. Can't really call it hiding if he sent invitations to the whole city. A bit Rudy forgot about us. At least I will not feel bad crashing his party. Murphy, I was thinking about what happened to you at the TV station. Maybe you shouldn't... No need for alarm. Becker's chip is keeping my circuits in check. You're more than just circuits, Murphy. Underneath all that metal, there's still you. Alex Murphy is gone. He lost his life. And despite that burden, you carry on. You've done more for this city dead than anyone has alive. That has to count for something. I'm gonna shut up now. Just take this little something to remind you of what I've just said. Open it the next time Becker gets under your skin. Also, don't forget you have a partner who's counting on you. Concert in an old slaughterhouse? I suppose it fits those animals. Place looks deserted. Are you sure your junkie friend didn't mix up the venues? He is the type who likes to mix things up. We shall have to see. Okay. Ich würde aber sagen, bevor wir jetzt dort reingehen, weil ich gehe von aus, da wartet ein bisschen Action auf uns, würde ich die Folge für heute beenden. Und wir sehen uns morgen einfach wieder. Was haltet ihr davon? Morgen ein bisschen Action, ein bisschen Konzert und ein bisschen... rumschießen und so wahrscheinlich. Klingt nach einem Plan, oder? Machen wir so. In diesem Sinn. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns sehr gern morgen wieder. Habt noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Das ist immer wichtig. Bleibt gesund und ja, wir sehen uns morgen. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.